Hast du schon mal einen Moment erlebt, wo du gewünscht hast, dass der nie vorbeigeht? Eine Situation, wo du das Gefühl hast, die könnte jetzt einfach stehen bleiben. Wenn sie so für immer bleibt, das wäre perfekt. Wir reden heute über das Thema das ewige Leben. Da geht es nicht einfach nur um einen schönen Moment, sondern um eine Unendlichkeit, um das ewige Leben. Und wir tauchen ein in die Ostergeschichte. Und es gibt Sachen, die uns beschäftigen und wo wir uns wünschen, dass die vorbei wären. Die nicht ewig andauern würden. Wir haben am Freitag ein Verwandtschaftstreffen gehabt, das war schön. Und wir haben so eine Schlagzeile nach der anderen abgearbeitet. Und dann ist zuerst mal der Tanker gekommen, der in die Brücke rein gefahren ist und die Leute, die dort umgekommen sind und nachher das Attentat in Russland mit den vielen Toten in Moskau. Und mir sind die Bilder wieder aufgepoppt, die ich von den Zeitungen im Kopf hatte, wenn man die Attentäter dann gefoltert hat. Und wir sind einfach da durch und da durch und irgendwann sagt der eine Onkel, die Welt, die spinnt. Es gibt nichts Schönes mehr auf dieser Welt. Natürlich hat er das wahrscheinlich sehr übertrieben gemeint. Es gibt viel Herrliches und viel Schönes, weil Gott auch herrlich und schön ist und vieles schön gemacht hat. Und trotzdem gibt es aber auch Sachen, die leidvoll sind, die schwierig sind, wo man wirklich das Gefühl hat, die Welt die spinnt. Und ich habe es so probiert zu formulieren, wenn die Schöpfung getrennt ist vom Schöpfer, dann entsteht Leid. Dann entsteht Not. Kannst du die Folie mal einblenden, Jenny? Wenn die Schöpfung getrennt ist vom Schöpfer, dann gibt es Leid und Schwierigkeiten. Und das erleben wir tagtäglich überall. Aber wir müssen für das nicht nur einfach nur die grössten Schlagziele in irgendwelchen Nachrichten studieren. Wir sehen das auch in unserem eigenen Leben, wo wir verletzt werden oder andere verletzen. Aktuell läuft gerade Bob Marley in den Kinos und er hat mir in einem Interview gesagt, die Wahrheit ist, jeder wird dich verletzen. Du musst einfach diejenigen finden, die es wert sind, ihretwegen zu leiden. Das ist eine Tatsache auf diesem Planet. Auf dieser Kugel ist es völlig normal. Du wirst verletzt. Die Frage ist nur, findest du Leute, die es wert sind, dass ihretwegen leidest? Und die Bibel berichtet auch von dem. Ja, wir Menschen, wir machen Fehler, wir machen Sachen, die nicht so gut sind. Und dann gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Du kannst hoffen auf Karma. Oder irgendwo der ewige Kampf zwischen Gut und Bös. Aber die Bibel hat eine andere Botschaft. An Ostern erleben wir eine Nachricht voller Hoffnung. Wo sagt, da ist etwas anderes. Der Johannes, das Evangelium, das wir in den letzten Sündigen angeschaut haben, er startet mit der Nachricht und sagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Er sagt da, hey, da gibt es einen neuen Sachverhalt. Gott ist mit seiner Schöpfung unterwegs und er zieht sie wieder zu sich. Er schafft einen Zugang zu ihm zurück. Und zwar auf eine ganz verrückte Art und Weise. Johannes erklärt da, dass Gott selber Mensch wird. Dass er sich auf unsere Augenhöhe runterbegibt, damit er sich kann voll und ganz in uns hineinversetzen. Und bei dem bleibt es nicht nur. Wir haben viel über die Liebensbotschaften geredet und gesungen. Aber an Ostern begegnet uns nicht nur ein liebender Gott, sondern auch ein heiliger Gott. Und am Kreuz entlädt sich der ganze Zorn von Gott über den Dreck dieser Welt. Gott ist nicht einfach gleichgültig und sagt, ja, passiert halt Schlimmes, ja nur. Sondern er nimmt das ernst. Für ihn ist das etwas, was ihm zutiefst in ein Herz wehtut. Denn Schöpfung losgelöst von ihm lebt und sich selber Schatt und Leid zufügt, an dem zugrund geht. Und Jesus selber als Gott ist nicht irgendeine Drittperson, zahlt jetzt die Rechnung, die wir Menschen verschuldet haben. Und der ewige Gott wird sterblich, damit wir sterbliche Menschen ewig leben können bei ihm. Da findet eine totale Umkehr statt. Und Jesus läuft 3 Jahre lang um und predigt über das. Red von dem ewigen Leben und einem neuen Königreich, wo ewig Frieden wird sein.
Und verschiedenste Leute entscheiden sich, dem nachzufolgen. Sie sagen, mal, das klingt doch gut. Bis zu dem Moment, wo der Jesus, der von dem ewigen Leben redet, selber am Kreuz stirbt. Für uns, wir, die Happy End von der Geschichte kennen, ist es lässig, oder? Wir blättern einmal um und die Welt ist in Ordnung. Aber die Leute, die haben alles stehen und liegen lassen und gesagt, mal, wir vertrauen uns dem an. Teilweise sind sie von der jüdischen Gesellschaft ausgeschlossen worden, weil sie sich so einer Lehre angeschlossen haben. Und dann ist aber nichts von dem neuen Königreich, nichts von dem Frieden, sondern Angst, Verfolgung. Sie schliessen sich ein in Räume, weil an den, wo sie geglaubt haben und gehofft haben, der ist gestorben. Wir tauchen ein in drei so Osterberichte. Und hört denen mal zu, was sie an Ostern erlebt haben mit dem Jesus und dem ewigen Leben. Und der erste, das ist der Johannes. Ich kann dort noch ein bisschen klammern, den Petrus nehmen. Eigentlich sind sie das zweite unterwegs. Sie sind irgendwo in Jerusalem und da kommt Maria zu rennen und sagt, das Grab ist leer. Der Leichnam ist weg. Gewisse Jünger hat das nicht interessiert. Dann lesen wir, dass sie sich aufgemacht haben auf den Heimweg. Stell dir mal vor, ein guter Freund von dir ist gestorben, jetzt kommt einer zu rennen und sagt, du, das Grab ist leer. Der ist weg, der Leichnam ist nicht mehr da. Sie sind heimgegangen. Wo Johannes und auch der Petrus machen sich auf und gehen zum Grab. Der Johannes ist der Jünger, der als Einziger die ganze Kreuzigung und alles miterlebt hat von den Männern. Und er spurtet los mit dem Petrus. Das war der erste Osterlauf. Und dann berichtet Johannes sehr, sehr stolz. Er war der Erste am Grab. Ist aber nicht trainiert. Der Petrus huscht an ihm vorbei, zack, rein. Und sie schauen sich in dem Grab um und der Leichnam ist weg. Und folgendes schreibt dann der Johannes, was er da erlebt hat. Im Johannes 20, Vers 8 bis 9. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst ankam, gekommen war, in die Grabkammer. Er sah sich darin um und nun glaubte er, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie die Heilige Schrift noch nicht verstanden, in der es heißt, dass Jesus von den Toten auferstehen muss. Wörtlich heisst, da hat er angefangen zu glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden worden ist. Ich habe jetzt, weil die Herren ein bisschen schwierig waren zum Einladen, einfach Gegenstände mitgenommen, die sie repräsentieren sollen. Das eine ist das Turiner Grabtuch. Ich habe das organisiert, jetzt haben sie es irgendwo an eine falsche Adresse geschickt. Sie ist bis heute nicht angekommen. Jetzt habe ich meine eigene Bettwäsche mitgenommen. Nicht so schön gefaltet, wie es im Bibeltext ihnen heisst. Und der Pfarrer Wilhelm Busch, die haben sie mal gefragt, was er zu dem Turiner Grabtuch denkt. Das ist ja ein Szenario bis heute. Kann das sein? Ist das möglich? Ja oder nein? Und er sagt, an Tote haben wir ja gerne ein Andenken, aber mein Herr Jesus lebt. Das interessiert ihn nicht. Wir haben es da doch einmal mitgenommen, einfach den Stab für die Grabtücher. Und ich finde es spannend, dass der Johannes sagt, er schaut sich um und dann sieht er, dass gefaltete Tuch am Bettende. Das ist eigentlich das Einzige, was einen Grabräuber noch hätte interessieren können. Das liegt noch dort. Nicht einfach irgendwo auf einem Sauhaufen, sondern sauber zusammengefaltet. Und Johannes hat gewusst, das Grab war bewacht. Da sind römische Soldaten bis zu 10 bewaffnet vor dem Grab gestanden und kontrolliert, weil man genau Angst hatte auf so einen Diebstahl von dem Leichnam. Und da fängt er sich an zu sinnen und sagt, ich mag mich erinnern, was Jesus alles über die Auferstehung geredet hat. Jetzt fange ich es langsam an zu verstehen, was das heisst. Und der Petrus mit ihm, das ist die erste Geschichte, die uns am Ufer begegnet. Dass sie anfangen zu verstehen, was es bedeutet, dass ein Toter auferstanden ist. Und das haben sie anhand der Indizien, die dort gewesen sind. Glauben heisst nicht einfach Scheuklappen vor und alles abnicken, wo irgendwie über eine Bühne hineingestolpert wird. Sondern sich Gedanken machen. Jesus sagt selber, wir sollen Gott lieben von ganzem Herz und ganzem Verstand. Wir dürfen die Sachen prüfen.
diesen Fakten nachgehen und überlegen, stimmt das oder nicht? Und uns auf den Weg machen, dem Auferstandenen zu begegnen. Die zweite Person, eigentlich die erste Person, ist Maria. Auch sie war am Grab als erstes. Sie hat sich auf den Weg gemacht mit ein paar Frauen und sie wollten Jesus einbalsamieren. Sie sind gekommen, um das für ihn zu machen und mich hat das aufs Neue ein bisschen ergriffen. Weil auch diese Frau hat alles riskiert. Vieles aufgegeben. Und als Frau, ungeheiratet, ohne Kind, in der jüdischen Gesellschaft zu der damaligen Zeit, ausgestoßen von der jüdischen Gemeinschaft aufgrund von einer Irrlehre. Das ist happig. Sie hat alle Grund gehabt, um zu sagen, ich orientiere mein Leben neu. Genug Enttäuschung erlebt. Aber sie und ein paar andere Frauen als Einzige sagen, wir investieren, wir kaufen Öl und alles, was nötig ist und erweisen dem Jesus die letzte Ehre, auch wenn das, was er erzählt hat, nicht wahr war. Aber wenn wir in den Text eintauchen, gerade nachher, dann werden wir sehen, dass sie zerbrochen ist. In einer absoluten Hoffnungslosigkeit. Und dass die Trauer sie völlig eingewickelt hat. Sie steht an dem Grab und sie brüllt. Bis sie angesprochen wird und eine Stimme hinter sich hört, die fragt, warum weinst du? Wen suchst du? Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb, hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch bitte, wohin du ihn gebracht hast. Ich will ihn holen. Kann man das bildlich probiert vorstellen, wie sie an dem Grab steht, drin nie schaut und sie hört die Stimme. Sie sagt, hey, warum brüllst du, wenn du suchst? Und sie geht jetzt davon aus, das ist der Gärtner. Und da hat man Grund gehabt, um hässig zu werden. Wo hast du jetzt den Typ hergebracht? Aber sie braust nicht auf. Maria wird nicht hässig, zornig und aus Rand und Band. Sie mag sich nicht mal umdrehen. Da muss wirklich etwas zu tiefst innen im Elend sein. Sie hat eigentlich einfach nur noch das Thema abschliessen, den letzten Dienst und beenden. Und sie hat nicht einmal mit Kraft gehabt, zum Feilschen. Wenn es du gewesen bist, komm, bring ihn einfach wieder. Bis zu dem Moment, wo sie hört, wie die Stimme hinter ihr ihren Namen ausspricht. Maria, sagte Jesus nun. Sie wandte sich um und rief Rabuni, das ist Hebräisch und heißt mein Lehrer. Und sie hat Jesus in den Arm genommen und ist ihm so begegnet. Wo sie ihren Namen gehört hat, Maria, da hat sie auf einmal gemerkt, das ist nicht irgendein Gärtner. Das muss Jesus sein. Sie dreht sich um und umarmt ihn. Und Lehrer meint er nicht einfach den Oberstufenlehrer, den du vielleicht kennst, sondern dem bist du nachgefolgt. Für den bist du bereit gewesen, viel zu investieren, so wie sie. Und sie schliesst ihn da in den Arm. Das ist die zweite Begegnung an Ostern. Die zweite Geschichte, die, glaube ich, uns lehrt, Jesus begegnet uns in Not und Leid. In Trauer. Sehr oft kommen Menschen erst dann zu dem Punkt, nach Gott zu fragen, wenn sie merken, jetzt stehe ich an. Ich mag nicht mehr. Es geht nicht mehr weiter. Und man sendet irgendein Stossgebet aus. Herr, wo bist du? Wenn es dich gibt, warum reagierst du nicht? So oft begegnet der auferstandene Jesus in Trauer. Und das gilt für uns heute, dort wo du stehst. Vielleicht sagst du, ja, mein Leben ist nicht Glanz und Gloria. Mach dich bereit. Jesus kann dir da drin begegnen. Ich habe so ein Friedhofkerzchen genommen. Leuchtet sogar noch ganz ein bisschen. Was einfach steht für die Maria, die in dieser Trauer zu dem Grab geht, um die letzte Ehrenweise einmal daran zu denken und dann merkt, der lebt. Da ist Leben rum. Und für mich neue Hoffnung. Und die dritte Geschichte, das ist der Thomas. Und ich habe das Bild, den Hammer gefunden, der ist von Chosen ausgeschnitten und das Lächeln, das er da drauf hat, das passt zu ihm als Person. Seine Freunde, mit denen, wo er unterwegs war, die Tigere dort rum und erzählen von dem auferstandenen Jesus. Und dass der lebt.
Und der Thomas, völlig begeistert, stimmt mit ein. Nein, das Gegenteil. Er sagt, jetzt haltet den Ball einfach mal flach. He? Was meint ihr eigentlich? Auferstanden? Hat sie die ganze Weltgeschichte noch nie gegeben? Sind ihr nicht ganz dicht? Ich will euch eins erzählen. Ich glaube euch, wenn ich dem Jesus meine Finger kann, zu seine Wundmal stecken. Dort, wo es die Nägel reingeschlagen haben, dort will ich mit dem Finger guseln. Und dort, wo sie die Lanze in die Seite gestochen haben, um zu kontrollieren, ob er wirklich tot ist, dort will ich sie reinheben. Und verstehen sie, dann glaube ich es. Aber bis dorthin müssen wir einen Gang abschalten. So war er drauf, oder? Das ist das Lächeln. Wer es glaubt, könnte man dort Sprechblasen anmachen. Und der Thomas, er war zynisch, er war ein Zweifler. Ich habe jetzt einfach Zweifelchips genommen. So, ich hoffe, die haben Zweifel. Oder in den Zweifel hinein, also nicht in denen, aber in seinen hinein, in Thomas seinen Zweifel hinein. Dort hat er Jesus erlebt. Wir lesen das miteinander. Johannes 20, Vers 30, 31. Aber die hier, 27. Dann wandte er sich an Thomas. Leg deine Finger in meine durchbohrten Hände und zieh sie dir an. Gib mir deine Hand und lege sie mir in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. In diesen Zweifeln begegnet jetzt Jesus auf sonderbare Art und Weise dem Thomas. Als erstes sagt er mal Friede, Friede sei mit dir. Komm mal daher, da. Mach mal. Und der Thomas probiert es nicht aus. Das heisst nicht, dass er es probiert hätte. Er hat es geglaubt, er hat auf einmal gemerkt, wow. Und Jesus kommt da nicht mit einem Vorwurf zu ihm. Sondern das erste, was der Thomas gehört, von dem auferstanden ist, Friede sei mit dir. Als erstes einfach mal das Friedenangebot. Begegne mir nochmal neu. Ich weiss, du bist enttäuscht. Ich weiss, was du durchgemacht hast, die letzten paar Stunden und Tage. Was mich für tot erklärt haben. Aber jetzt stehe ich da und ich lebe. Und in diesem Spott und in diesen Zweifeln, da graut sich Jesus nicht davor, sondern zeigt tiefes Verständnis. Sag, komm her und schau. Und das ist die dritte Geschichte, die für uns gilt. Wo wir dürfen in all unserem Zweifel und in allem Spott rein, wo wir vielleicht mit Gott unterwegs gewesen sind, bis dahin erleben, wie Gott uns möchte begegnen. Wenn wir vom auferstandenen Jesus reden, dann meinen wir Christen nicht Jesus, so wie der lebendig geworden ist. Ein Wunder. Und wieder gestorben irgendwann, 40 Jahre später oder so. Und auch nicht an einer Halluzination, sondern das Grab war leer gewesen. Und bis dorthin hat das keiner von diesen Jüngern geglaubt. Keiner für möglich oder wahr können halten. Bis Jesus jedem Einzelnen darin begegnet. Vor zwei Tagen hatte der Terenzil Geburtstag gehabt. Ist ein Schauspieler, den ich unglaublich gern. Und ihm zu Ehren und seinem Partner haben sie da wieder auf gewissen Sender alle Filme durchspielen lassen. Und ich habe mich erinnert an die Biografie von Bud Spencer, die ich gelesen habe. Und er schreibt in seinem letzten Buch, das er geschrieben hat, das heisst was ich noch sagen wollte. Er redet viel über den Terence Hill und einfach alles Mögliche. Und das letzte Kapitel heisst «Ein Hobby für die Ewigkeit». Und er berichtet dort drin, dass er sagt, ja, ich habe lange nichts mehr von der Kirche wissen. Ich habe meine Zweifel gehabt mit dem, was ich alles erlebt habe. Ich habe mich über viele Jahre hinweg auf die Suche gemacht, in verschiedenste Philosophien, Religionen. Ich habe mein Leben genossen. Er hat viel Erfolg gehabt. Aber am Schluss, jetzt so weit über 80, bin ich zurückgekommen zu dem Glauben von meinen Eltern. Nicht zu der Institution als solches, sondern zu dem lebendigen Gott. Und dann schrieb er, ich brauche den Glauben, ich glaube an Gott und das ist, was mich rettet. Und ein bisschen später sagt er, wir alle wurden geschaffen für das Leben nach dem Tod. Wir sind geschaffen für ein Leben nach dem Tod, für eine Ewigkeit und eine Herrlichkeit.
an einem Ort, wo es keine Tränen, kein Leid, keine Not mehr gibt. Und als Letztes, wo sie ihn mal auf das angesprochen haben und gefragt haben, auf was er sich dann noch freut, sagt er, auf Spaghetti essen mit Jesus. Das hat mir gefallen, so lebendig, so praktisch ist es. Es ist nichts Abstraktes, nicht Wolke 7, sondern in dem Moment, wo du die Augen schliessest und stirbst, es ist wie ein Zwinkern, machst du auf vor Gott in seiner Herrlichkeit. Vor einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Und das ist eine Hoffnung, die es gilt. Ich habe am Anfang die Frage gestellt, magst du dich an einen Moment erinnern, wo du wünschst, er wäre ewig gegangen? Und das erste ist mir in den Sinn gekommen, Ostern vor 14 Jahren. Da war ich in einem Camp und ich hatte eine Frau schon seit langem, langem gern gehabt. Völlig verliebt gewesen. Und sie ist mitgekommen, völlig unerwartet, in das Osterlager. Und für mich war das eine riesige Gebetserhörung an dem Abend, als ich das erste wirklich gute, tiefe Gespräch hatte. Und ich habe mir gewünscht, ach, das möge nie vorbeigehen, dieser Moment. Das ist so ein Moment, wo du das Gefühl hast, er rast vorbei und gleichzeitig ist er unendlich lang. Und nachdem habe ich mir einen Brief geschrieben, nach dieser Begegnung, dass ich später zu meinem Trauversprechen wurde. Weil ich so fasziniert war. Als ich über das nachdenkte, dann habe ich aber gemerkt, wenn der Moment ewig gegangen wäre, dann wäre nie die Freundschaft daraus entstanden, die nachher gefolgt hat. Nie die Beziehung, die wir nachher über Jahre hatten. Und nicht die Ehe, die wir geschlossen haben, Jahre darauf. Es war gut, dass der eine Moment, so schön er war, vorbei ist, weil viel Wichtiges ist gefolgt. Dort ist einfach ein Grundstein gelegt worden für eine Beziehung. Und ich wünsche mir das Tiefste, und ich habe dafür gebetet, dass Ostern in dir in einen Grundstein gelegt werden für die Beziehung mit Gott. Dass du wieder darfst sagen, hey, was bis jetzt war, an Zweifel oder was auch immer. Ich mache mich neu auf die Suche und die Fakten prüfe ich. Ich studiere die Bibel, vielleicht nehme ich an so einem Glaubensgrundkurs teil, whatever. Aber ich fange mich an, einmal neu um die Beziehung mit Jesus zu kümmern. Ich möchte mit dem letzten Vers eine Predigt gerade abschliessen und dir Mut machen, in dieser Worship-Zeit, die wir haben, nochmal neu Gott zu begegnen, dem Auferstandenen. Und jede Geschichte ist individuell. Gott wiederholt sich nie. So einzigartig, wie jeder Mensch geschaffen ist, so einzigartig will er dir begegnen und mit dir in eine Lebensbeziehung eintauchen, die ewig hält. Johannes schließt die Bericht folgend ab. Aber die hier aufgeschriebenen Berichte wurden geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter und der Sohn Gottes. Wenn ihr an ihn glaubt, habt ihr durch ihn das ewige Leben. Jesus, ich danke dir, dass wir da Ostern dürfen zusammenkommen und wirklich wissen, du lebst. Und auch wenn wir vieles nicht verstehen können und auch nicht auf jede Frage eine Antwort haben müssen, wir dürfen heute dir begegnen. Vielleicht zum x-ten Mal, wiederholten Mal, vielleicht das erste Mal. So ganz bewusst. Danke, hast du alles weggeräumt, was zwischen dir und uns steht. All unsere Fehler, all unsere Schuld, all unsere Versäumnis, all unsere Begrenztheit, aller Schmerz, alle Krankheit. Am Kreuz hast du alles getragen, weil du uns so liebst. Ich bitte dich, dass die Liebe, dass wir von der angesteckt werden können und unser Umfeld. Herr, es geht nicht einfach um irgendwelche Osterhass und gefärbte Eier, sondern um eine veränderte Tatsache. Amen.